So, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Aktien Roundup. Wir werden uns heute dem Thema Luftfahrt den ganzen Tag beschäftigen. Wir starten heute mit einem Blick auf Airbus, natürlich in kurzer Anbindung auch zu Boeing. Und heute Nachmittag gehen wir da wirklich tiefer in die Zahlen rein, gucken nochmal rechts und links, wer von den beiden könnte in Zukunft auch die Märkte dominieren. Bevor wir mit dem aber anfangen, wie immer ein kurzer Blick wirklich auf die Aktie und auf den Chart und was sich da so rein technisch getan hat. Wir starten mit einem kurzen Blick auf den Monatschart in diesem Fall von Airbus und was wir ganz gut sehen können, ist, dass wir über die längerfristige Zeit einen wirklich kontinuierlichen Aufwärtstrend haben, der natürlich hier so ein tiefes Tief hatte in der Corona-Zeit. Hintergrund, naja, wir haben es noch alle im Hinterkopf, Lockdowns, es wurde nicht geflogen, Bestellungen wurden zurückgerufen, Airlines hatten wirklich auch richtige Probleme, haben Bestellungen gecancelt. Das Ganze hat sich mittlerweile wieder gebessert, der Kurs ist wieder nach oben angezogen, ist mittlerweile auch über den Hochs von der Vor-Corona-Zeit und bewegt sich hier wirklich in kontinuierlichen Schritten eigentlich bergauf. Wir sehen es auch hier unten am RSI, das heißt, wir haben so eine kontinuierliche Bewegung nach oben, zuletzt mit einem relativ starken positiven Momentum, weshalb wir auch hier so ein bisschen an der oberen Grenze andocken. Noch ist da alles aber im grünen Bereich, kann man sagen. Und auch der 200er gleitender Monatsdurchschnitt in dem Fall zeigt eigentlich diese schöne konstante Aufwärtsbewegung. Wenn wir das Ganze jetzt mal im Vergleich zum Konkurrenten uns anschauen, jetzt sehen wir hier in Blau einmal Airbus und unten in Orange einmal Boeing, dann dreht sich das Gesamtbild der Branche so ein bisschen. Und zwar sehen wir halt, dass Boeing ja lange Zeit eigentlich dominant war und insbesondere auch vom Kurs her immer ähnlich oder teilweise sogar besser gelaufen ist. Es wird noch deutlicher, wenn man sich das Ganze tatsächlich ein bisschen weiter in der Vergangenheit anguckt. Machen wir später nochmal. Was wir in der jüngeren Vergangenheit hier aber sehen können, ist halt, dass ja Boeing schon vor Corona Probleme hatte, 737 Max. Das Ganze zieht sich ja immer noch, jetzt zuletzt erst wieder. Es gab also wieder Probleme mit dem Flugzeug und wie es im alltäglichen Einsatz funktioniert. Zuletzt eine Tür, die herausgebrochen ist während des Fluges. Vorher waren es richtige Abstürze. Es hing mit der Software zusammen. Boeing hat lange, lange Zeit gesagt, sie bessern nach. Warum ist das Ganze so relevant? Naja, 737 Max ist eigentlich so mit das tragende Element auch des Boeing-Konzerns, muss man sagen. Es ist einfach die Klasse, die am meisten genutzt wird. Wir sehen das später nochmal bei Airbus. Die A320-Familie im Vergleich ist insbesondere die Familie, wo mit Abstand am meisten Flugzeuge produziert und auch verkauft werden. Das liegt daran, dass das genau das Mittel- oder Kurzstreckenflugzeug ist, was so im Alltag, kann man sagen, genutzt wird. Also alles, was innereuropäisch aus unserer Brille ist oder innerhalb Deutschlands, wird genau mit diesen Flugzeugen abgedeckt. Und wenn es da Probleme gibt und kein Verkauf stattfinden darf, dann sieht man das auch in diesem Kursverlauf. Wie gesagt, Boeing war ja jahrelang auch in der Vergangenheit absolut dominant. Die Probleme scheinen sich hier aber wirklich nicht zu lösen. Es ging nochmal tiefer bergab im letzten Jahr und auch im vorletzten Jahr. Wir haben hier diese Tiefs wieder gesehen, eine leichte Erholung. Jetzt sind wir trotzdem immer noch nicht im grünen Bereich, wenn man hier auf die, ja, auf die Entwicklung seit 2018 zurückblickt. Ganz anders sieht es da bei Airbus aus. Da hat man sich schon wieder erholt. Und während wir bei Airbus hier wirklich diesen Aufwärtstrend sehen, sehen wir bei Boeing einen sehr, sehr kontinuierlichen Abwärtstrend, muss man mittlerweile sagen. Und das ist so relevant, weil nun mal Boeing und Airbus eigentlich ein Duopol bilden und das zeigt diese Statistik nochmal ganz schön. Also wir sehen hier oben in grün eigentlich die jahrelange Dominanz von Boeing, dann das Aufkommen von Airbus und wir gehen gleich nochmal ganz kurz durch die Geschichte und dann, dass Airbus auch Boeing überholt hat, so. Jetzt muss man sagen, hier ist es so ein bisschen in Deliveries und Market Share unterteilt, also insbesondere im Delivery-Markt schon etwas früher. Wenn man jetzt rein auf die Umsätze geht und die Umsätze von den größeren Flugzeugen, die Boeing noch vertrieben hat, sind natürlich höher, kam dieser Umschwung, dass Airbus größer geworden ist erst in den letzten Jahren. Was man aber halt wirklich gut sehen kann, ist, dass sich das hier stark gewandelt hat und Boeing natürlich mit den eigenen Problemen, aber auch mit der Dominanz von Airbus zu kämpfen hat.
Und wenn man das Ganze nochmal auf einer größeren Skala sich ansieht, dann muss man sagen, ja, gab es zwar immer mal wieder andere Anbieter. Es gab Lockheed, es gab McDonnell Douglas. Beides, Lockheed besteht so in dieser Form eigentlich noch. McDonnell Douglas ist aufgekauft worden von Boeing. Man sieht aber hier so ein bisschen den Ausflug in den, ja, Public Aviation Markt, also in den Passagierflugmarkt, der war relativ kurz bei Lockheed. Jetzt ist der Fokus deutlich, deutlich auf Militärzwecken. Bei McDonnell Douglas ist ja der Umschwung gekommen in einem langen Abwärtstrend. Airbus hat sich dann McDonnell Douglas quasi einverleibt und wir sehen trotzdem halt hier der Umschwung mittlerweile mit Airbus als dominanten Flugzeugbauer. Warum ist das so spannend und auch so wichtig für die Zukunft? Ja, man muss sagen, der Markt für Flugzeuge ist ein Markt, der sich über die letzten Jahre immer wieder kontinuierlich gesteigert hat. Wir hatten so ein Ausnahmejahr halt in der Corona-Zeit 2020, 2021. Man muss aber sagen, grundsätzlich ist der Gesamtmarkt in einem sehr, sehr starken Wachstumstrend. Das kommt zum einen daher, dass die neuen Flugzeuge deutlich effizienter sind und deutlich umweltfreundlicher sind, weshalb die alten Flugzeuge, auch wenn sie eventuell noch nutzbar wären, immer weiter ausgetauscht werden. Und zum anderen kommt es aber auch daher, dass es halt viele aufstrebende Weltregionen gibt, in denen Flugzeuge oder Flugzeugbedarf herrscht. Und wir gucken gleich mal mit einem kurzen Blick nach Asien, aber eigentlich sehen wir, dass insbesondere Boeing und Airbus halt da immer noch sehr, sehr dominant sind. Und das sieht man hier so ein bisschen auch in den Orderzahlen. Also das ist die Summe des gesamten Ordervolumens und man sieht halt, dass das wieder anziehend ist. Und das ist jetzt eine Statistik aus 2023 und man sieht hier, davon sprechen wir ungefähr von 111 Milliarden am Total Backlog von 18.000 Flugzeugen weltweit. Und das ist natürlich schon eine ganze Menge, wenn man bedenkt, dass das eigentlich zwei Unternehmen sind, die diesen Bedarf insbesondere decken. Wenn man mal kurz auf Airbus an sich blickt und auf darauf blickt, wo man das größte Wachstumspotenzial sieht, dann sieht man halt zum einen, dass ja, Nordamerika und Europa aktuell schon sehr, sehr dominant sind. Man sieht aber halt auch, dass diese Region Asia Pacific rund um China ein Markt ist, der auch in Zukunft hohen, hohen Bedarf haben wird. Also man sieht es hier mit 8.220 Flugzeugen, 9.400 in diesem Bereich. Kommt auch so ein bisschen daher, dass man natürlich ja auch eine Teil hat, der durch Inseln bedeckt ist, insbesondere wenn wir nach Indonesien blicken, wo halt vieles mit dem Flugzeug gemacht werden muss. Alternative hat man sonst nur in Bootsform, was natürlich nicht immer möglich ist. Wenn man nach Europa und die USA blickt, sind das halt natürlich die dominanten Märkte, wenn man auch historisch drauf blickt. Man sieht aber auch, Middle East zum Beispiel ist ein großer Markt, Lateinamerika, also ganz global gesehen kann man eigentlich schon sagen, sprechen hier von großem Wachstum auch für die Zukunft und auch zu dem, was halt generell antizipiert ist. Was wir aber auch sehen, ist halt, dass ein Großteil hier wirklich über diese Small-Kategorie läuft. Und diese Small-Kategorie ist insbesondere diese A320-Kategorie, also die Kategorie, wo auch Boeing mit der 737 aktuell Probleme hat mit der 737 MAX. Und das ist auch so der Grund, weshalb der Aktienkurs aktuell ja zu kämpfen hat. Oder zumindest mit einem Grund. Ein kurzer Blick nach China, denn auch da gibt es Flugzeughersteller. In diesem Fall ist das COMAC, kann man sagen. Und COMAC ist eine Idee oder eine Aktivität Chinas, um auch Boeing und Airbus Konkurrenz zu machen in Zukunft. Und wir wissen es ja, Boeing war sehr, sehr lange dominant. Dann hat sich Europa entschlossen, Airbus zu schaffen. China möchte jetzt was Ähnliches schaffen mit COMAC. Und das, worüber hier nicht gesprochen, hier insbesondere spricht, ist ja diese C919. Jetzt gibt es da verschiedene Meinungen zu. Viele sagen, ja, qualitativ ist das noch nicht ganz so das, was man sich eigentlich wünscht. Und alle wirklich Prestige-Airlines setzen eher noch auf Airbus, was man hier in Orange oder Rot sieht, und auf Boeing in diesem Türkis. Allerdings sieht man halt, dass die Summe hier zunimmt und das kommt auch so ein bisschen daher, dass ja die neuen Airlines oder die neuen Flugzeuge hier von COMAC auch insbesondere mit Technologie aus Europa und den USA gebaut wird und nur wenige Bestandteile und die
Entwicklung eigentlich in China stattfindet. Und das ist so der Weg, auf den man hier setzen möchte. Es ist nicht ganz so krass, wie vielleicht man das im Automarkt sieht, wo jetzt auch ja China insbesondere nach außen stark exportieren will, aber man möchte sich so eine gewisse Unabhängigkeit hier schaffen. Kommen wir nochmal ganz kurz zurück zu Airbus und der Entwicklung von Airbus, jetzt mal hier im Wochenchart seit dem Corona-Tief. Man sieht eigentlich diesen schönen grünen Trendkanal, den wir hier abgebildet haben, der zwar immer mal wieder so Konsolidierungsphasen hatte, aber grundsätzlich eigentlich einen schönen Aufwärtstrend darstellt. Und das ist halt genau diese Kontinuität, die eigentlich Airbus auch in den Geschäftszahlenentwicklungen dargestellt hat. Natürlich, dieser starke Abschwung in Corona war durchaus natürlich berechtigt mit dieser Unsicherheit. Es gab jetzt auch nicht diesen starken Aufschwung, den wir in anderen Märkten gesehen haben, aber eine kontinuierliche Erholung des Marktes. Und auch das zeigt sich jetzt so ein bisschen, wenn wir später auch in die Orderbestände gucken, die in der Zukunft weiter vorliegen. Wenn man rein technisch noch drauf guckt, sieht man eigentlich ganz schön, wie die Fibonacci-Levels hier sehr saubere Widerstände und Unterstützungen immer bieten. Und das ist eigentlich auch in dem nächsten Fall so. Also hier diese 139er-Marke war das letzte Hoch vor Corona. Das wurde überschritten, wurde hier schon mal so als Unterstützung leicht getestet, kann man sagen. Da liegt ein Fibonacci-Level und da liegt halt dieser, ja, diese jetzt Unterstützung aus dem Corona-Tief, also grundsätzlich kann man sagen, etwas, was den aktuellen Kurs sehr, sehr stark untermauert. Blicken wir mal ganz kurz in die Geschichte von Airbus, um zu verstehen, wo das Unternehmen überhaupt herkommt. Wenn man in die Vergangenheit blickt und in die USA blickt, dann war das insbesondere so der Markt für Flugzeuge und der Markt für moderne Flugzeugentwicklung, und zwar ist es Lockheed, McDonnell Douglas und Boeing, und das waren auch die dominanten Treiber, alles US-Unternehmen und alles Unternehmen, die den Markt nach vorne getrieben haben. Und in Europa hat man sich gedacht, okay, wir möchten jetzt nachziehen, wir möchten ein ähnliches Pendant schaffen, was diesen großen Unternehmen Konkurrenz leisten kann. Man muss sagen, in der ganz frühen Zeit war ja auch Europa sehr, sehr stark in der Flugzeugentwicklung. Und dann hat man so ein bisschen den Anschluss verloren und möchte jetzt wieder mit Airbus nachziehen. Das war damals die Idee. Insbesondere wichtig war wirklich, dass man hochqualitative Flugzeuge liefert. Und das erste Modell, was man dann gebaut hat, war die A300 oder A300B. Das muss man verstehen, wir reden immer von Europa. Was meinen wir damit eigentlich bei Airbus? Ja, eigentlich ist es so, dass halt Airbus unterteilt ist in verschiedene Standorte in Europa. Insbesondere halt in Frankreich und in Deutschland, das sind eigentlich so ein bisschen die Hauptquartiere, und generell muss man auch sagen, ist das so der erste Knackpunkt für Airbus gewesen, also so die etwas stärkere Verbrüderung von Deutschland und von Frankreich und dann die Entwicklung des Flugzeugs A300B. Das war so der erste Airliner, mit dem man an den Markt gegangen ist, 1969, und hat dann wirklich diese Produktion weiter fortgeführt. Jetzt muss man sagen, gab es am Anfang so ein paar kleine Probleme und es lief noch nicht alles so rund. Man hat auch in vielerlei Hinsicht gesagt, dass die deutschen Airlines, die das Flugzeug am Ende abgenommen haben, ein bisschen kritisiert haben, dass es vielleicht zu klein ist. Man hat es dann nochmal erweitert. Es gab dann quasi die Long Version. Wenn man aber eigentlich grundsätzlich in diese Entwicklung guckt, hat man relativ schnell eine sehr, sehr positive Entwicklung gesehen. Also es gab dann wirklich die ersten Bestellungen von Air France, es gab dann weitere Bestellungen von Lufthansa, von auch dann globalen Unternehmen wie Thai Airways, wie South African Airways, Korean Air, auch das waren alles früher Unternehmen, die gekauft haben. Wer allerdings nicht dabei war, waren halt US Airlines. Die haben komplett weiter auf ihre heimischen Marken gesetzt, und das Ganze hat man auch wirklich nur überwinden können, als man sich bei Airbus so einen kleinen Trick ausgedacht hat. Und zwar hat man gesagt, ihr kriegt Flugzeugs kostenlos zur Verfügung gestellt, A300s kostenlos zur Verfügung gestellt für eine Testphase von 6 Monaten. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist quasi die Innenausstattung zu bezahlen. Und das hat man gemacht bei Eastern Airlines. Man sieht es hier auf dem Bild. Da hat man die ersten A300 hingeliefert, und am Ende war der CEO so begeistert, dass er danach 23 Flugzeuge bestellt hat, komplett gekauft hat quasi auch bei Airbus, und das war so ein bisschen das Sprungbrett in den US-Markt. Man hat gesehen, dass die Flugzeuge Qualität haben,
und langlebig sind und dementsprechend auch ja, die Möglichkeit ihnen gegeben, im US-Markt Fuß zu fassen. Und so ging es quasi Stück für Stück bergauf, bis man dann mehr und mehr Modelle entwickelt hat. Jetzt sind wir hier bei dieser A320-Familie und das war auch das nächste Sprungbrett. Man hat quasi weg von etwas größeren Modellen hin zu noch kleineren, kompakteren, effizienteren Modellen entwickelt. Und mittlerweile muss man sagen, ist diese Familie auch das, wovon der ganze Konzern lebt. Seit dem Debüt kann man sagen, 14.000 Flugzeuge des A320 verkauft, was schon eine ganze Menge ist. Und insbesondere auch bei Air France war es beliebt, bei Lufthansa sehr, sehr beliebt. Und diese Produktion wurde eigentlich Stück für Stück immer weiter ausgebaut. Und auch in die USA getragen, insbesondere von jemandem, der hieß John Leahy. Und dieser hat quasi in seiner Laufzeit bei Airbus, und das sind ungefähr so knapp 40 Jahre gewesen, ja, fast 1 Billion US-Dollar an Flugzeugen für Airbus verkauft. Also er war ein absoluter Verkäufertyp und hat halt insbesondere auch das US-Geschäft sehr, sehr stark ausgebaut. Hat American Airlines, hat Delta Airlines irgendwann Flugzeuge verkauft und zwar immer so ein bisschen in der Konkurrenz zu Boeing. Es gab da so eine relativ besondere Zeit, in der halt Boeing Lizenzverträge mit den amerikanischen Airlines geschlossen hat und gesagt hat, okay, wir verkaufen euch die Modelle günstiger, wenn ihr euch dafür verpflichtet, in den nächsten 20 Jahren nur Flugzeuge von uns zu kaufen. Das hat man auch gemacht. Allerdings hat dann Boeing im nächsten Schritt gesagt, okay, wir übernehmen auch die Airline McDonnell Douglas. Die Airline wurde dann, oder die Flugzeugmanufaktur ja aufgekauft. Das Ganze wurde aber nur genehmigt von der europäischen Seite zumindest, indem man gesagt hat, okay, diese 20 Jahre Bindungsverträge, die sind, müsst ihr aufheben, das ist nicht gültig. Hat man auch gemacht, dem hat man auch zugestimmt, allerdings ja, gibt es bis heute so den Verdacht, dass man im stillen Kämmerlein diese Verträge trotzdem weiter durchgesetzt hat, denn ja, sowohl Delta als auch American Airlines haben dann erst in den 2000ern wieder Flugzeuge bei Airbus bestellt. Grundsätzlich muss man sagen, hat das auch nicht ganz so funktioniert, denn ja, Airbus hat trotzdem auch in anderen Airlines immer mehr Fuß gefasst in den USA und da insbesondere auch die A320 sehr, sehr stark verkauft. Dann kam das nächste Sprungbrett oder vermeintliche Sprungbrett und das war der A380. Es gab nämlich sehr, sehr lange Zeit die 747, die quasi die Königin der Lüfte wurde sie auch gerne genannt. Damit hat Boeing sehr, sehr viel Geld verdient, weil es quasi ein Jumbojet war, den nur Boeing produzieren konnte. Und bei Airbus hat man gesagt, okay, wir brauchen ein Konkurrenzprodukt, haben ein noch größeres Flugzeug gebaut, diesen Doppeldecker, den A380 und insbesondere auch mit der Idee, dass man damit jetzt ja eine neue Ära der Luftfahrt einläutet mit Casinos an Bord und. Das Ganze hat nicht ganz so funktioniert, das wissen wir aus der heutigen Brille. Die A380 verkaufen sich immer noch schwer, so ein bisschen aus Treibstoff, auf Effizienzgründen, auch so ein bisschen aus der Richtung, okay, wie viele Menschen müssen wirklich in einem Flugzeug transportiert werden, um maximale Effizienz zu haben. Es kommt gerade so ein bisschen wieder, insbesondere also in den Emiraten, in den arabischen Regionen, da sieht man sehr, sehr stark das Wachstum des A380, aber man muss schon sagen, dass das Ganze nicht so gut funktioniert hat. Dominant ist da eher wirklich der A320, das war auch das, wo man jetzt weitergemacht hat mit dem A320neo, also man hat die Produktion des A380 ja zuletzt wieder eingestellt, hat sich mehr fokussiert, diese New Engine Varianten zu machen, diese Neo Varianten und hat damit auch insbesondere einen weiteren Schritt nach vorne geschafft, um dann Boeing weiter zu verdrängen. Man sieht so ein bisschen in dieser Übersicht, wo die anderen Flugzeughersteller abseits der US-Flugzeughersteller denn noch so stehen. Das ist jetzt zwar aus 2018 und man sieht hier ist noch so ein bisschen mehr der Kampf zu sehen, ich habe ja gerade angesprochen. Airbus ist mittlerweile deutlich dominant, kann man sagen, zumindest was Umsätze auch betrifft. Wenn man hier unten auf Embraer, Bombardier und so guckt, dann sind die eher am unteren Ende und das merkt man auch in der letzten Zeit, dass sich diese eher spezialisieren. Werfen wir einen Blick auf die konkreten Zahlen. Wir starten bei Airbus mit einem Blick auf den Snapshot und was wir halt ganz gut sehen können ist, ja, dass wir zuletzt ein positives Umsatzwachstum hatten, auch eine positive Entwicklung des Gesamtunternehmens, also auch was Orderrückgänge, Orderaufträge betrifft, gucken wir uns gleich nochmal an.
Was wir aber auch sehen ist, dass an den Stellen hier ja viele negative Zahlen zu sehen sind. Und das liegt daran, dass man zum einen natürlich ein bisschen Kostendruck hatte, das muss man ganz klar sagen, also Flugzeuge zu bauen mit höheren Energiekosten und höheren Personalkosten ist einfach teurer und das schlägt zuletzt auf die Margen, insbesondere wenn man halt auch langfristige Verträge schließt, wo Preise in gewissermaßen Weisen auch schon festgesetzt sind. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, hängt das auch ein bisschen damit zusammen, dass man teilweise sehr, sehr gute Produktion an den Tag gelegt hat und ein bisschen zu wenig Kapital dafür vorbereitet hat. Das heißt, etwas aus dieser negativen Gewinnentwicklung kommt auch daher, dass wir zu starkes Wachstum haben. Das klingt so ein bisschen komisch, aber das sehen wir gleich nochmal in der Grafik. Das kommt einfach daher, dass man zu wenig Working Capital eingeplant hatte, das am Ende wieder an anderer Stelle abschöpfen musste. Wenn man das so ein bisschen adjustiert, dann kann man sehen, dass der Gewinn sich eigentlich positiv entwickelt hat. Es ist aber eine adjustierte Zahl und da muss man in der Zukunft halt bedenken, dass das weiter im Griff behalten wird. Ein kurzer Blick auf die Segmente. 73% des Umsatzes von diesen 65 Milliarden, den macht Airbus mit dem Verkauf von Flugzeugen. Und ich habe mal die Umsatzverteilung auch gleich mitgebracht. Also man sieht, ein Großteil des Umsatzes wird über Flugzeuge gemacht und dann auch über A320, die wir hier angesprochen haben, als große, große Einheit. A350, A330, man sieht, die A380 sind gar nicht aufgeführt. In Europa wird ein Großteil des Umsatzes noch gemacht, aber auch in Asien. In Nordamerika ist er immer noch ein bisschen zurückhaltender, aber grundsätzlich immer noch der dominante Part in der globalen Welt. Was man auch hier ganz gut sehen kann, ist, dass wirklich dieser klassische Passagierflugteil 72% des Umsatzes ausmacht, damit der dominante Teil ist. Der Helikopterteil ist der Teil, der auch kaum wächst. Auch so ein Teil, der so ein bisschen dazu führt, dass das Wachstum hier etwas eingedampft wurde. Was ein positiver Trend ist, ich gehe nochmal ganz kurz zurück, ist aktuell, und das könnt ihr euch ganz gut in dieser Defense und Space Teil. Airbus ist ja eigentlich rein vom Umsatz gesehen der größte Rüstungskonzern Europas und hier wachsen auch weiter die Orderbestände und hier wächst auch weiter quasi die Produktion. Das heißt, mehr Fokus auf Rüstungsindustrie und das sieht man auch in der gesetzten Geschäftsentwicklung von Airbus. Blicken wir nochmal ganz kurz auf die Geschäftsjahreszahlen 2023. Also man sieht hier diese positive Entwicklung, die wir in der Vergangenheit gesehen haben. Also die neuen Orderbestände, die sind weiter angewachsen 2023 auf ein neues Rekordhoch, kann man sagen. Auch die Auslieferungen sind wieder weiter angelaufen. Sie sind nicht mehr ganz so stark wie in der Vor-Corona-Zeit, aber sie sind in den letzten Jahren wieder in ein Wachstum übergegangen, was auch ein positiver Trend ist. Und was man halt auch sieht, dass dieser Backlog, also dass die Aufträge für die Zukunft auch weiter zunehmen. Also es steht eigentlich alles auf Wachstum, muss man sagen. Insbesondere halt auch in der Asien und auch in der europäischen Region. Hier sieht man das Ganze nochmal wirklich in klassischen Zahlen abgebildet, also Europa als dominanter Park, Asia Pacific, Nordamerika, das sind jetzt wirklich die konkreten Umsatzzahlen. Lateinamerika, Middle East ist noch so ein bisschen zu vernachlässigen, für die Größe der Länder aber dort auch durchaus signifikante Bestandteile des Umsatzes. Hier sieht man das nochmal in Sparten aufgeteilt, also oben wirklich mit Airbus als Passagierflugzeughersteller. Dort gab es Wachstum. Dann sehen wir die Helikoptersparte. Die ist nicht so wirklich gewachsen. Eigentlich nur der Wartungsteil ist dort gewachsen. Der Defense and Space Anteil, der ist auch nur so ein bisschen gewachsen. Auch da ist insbesondere der Backlog gewachsen, also die neuen Orderaufträge, die reinkommen. Ja, und man hat hier so ein bisschen was an Geschäft auch weggenommen. Grundsätzlich ist dadurch aber in der Summe trotzdem dieses positive Umsatzwachstum entstanden. Jetzt habe ich gerade eben erklärt, okay, ja, es kam ja so ein bisschen zu diesem Adjustment, zu dieser kleinen Besonderheit, kann man sagen. Und das wird nochmal ein bisschen deutlicher, wenn wir auf diese Slide gucken aus den Geschäftsjahreszahlen. Denn hier sieht man, dass quasi, wenn man auf das adjustierte EBIT guckt, wir einen positiven Trend haben, also kein negatives Wachstum, trotz erhöhter Kosten. Was wir aber auf der anderen Seite sehen, ist hier das reportete EBIT, also das wirkliche richtige EBIT, muss man fairerweise sagen, das dann auch in den Geschäftsberichten steht. Und hier ist halt der größte Punkt das Mismatch zwischen dem Working Capital und dem Balance Sheet.
was man quasi vorher festgesetzt hatte fürs Jahr. Und ja, da sieht man, dass man Teile des EBITs quasi wieder reduzieren musste, weil man dieses Working Capital an anderer Stelle gebraucht hat. Das kann man halt in zwei Richtungen sehen. In einerseits kann man sehen, okay, wir haben trotzdem ein positives EBIT erzielen können. Es ist nicht das ganz Positive, was wir quasi gedacht haben. Auf der anderen Seite kann man sagen, dass das halt von der reinen Geschäftsentwicklung her etwas schwieriger zu sehen ist, weil das natürlich auch ein gewisser Planungsanteil ist. In dem Fall hat man gesagt, okay, wir produzieren lieber besser und effizienter, erreichen unsere Ziele und nehmen das Ganze in Kauf. Auf der anderen Seite muss man aber halt sagen, dass das, wenn es einer längeren fristigen Planung halt entspricht, kein positiver Trend grundsätzlich ist. Wir gehen mal ganz kurz durch die einzelnen Branchen durch. Wir haben hier Flugzeuge, wie gesagt, hier mit dem Order Intake, das deutlich, deutlich gewachsen ist, 2023 zu 2022. Das Orderbuch ist gewachsen, die Umsätze sind grundsätzlich gewachsen. Und wie gesagt, hier diese Adjustierung des EBITs und dementsprechend eine negative EBIT-Entwicklung, wenn man auf das reine EBIT schaut. Wenn man weitergeht zu den Helikoptern, da sieht man, dass das nicht passiert ist. Dort hat das mehr, deutlich eher gepasst als wir es gerade eben bei den Flugzeugen gesehen haben. Aber auch hier hat man gesehen, sind die Orders halt weiter gewachsen. Aber auf der anderen Seite sieht man halt, dass bei den Deliveries nicht so richtig viel passiert ist. Also fast kein Wachstum, sondern nur so ein bisschen was an Wachstum. Und auch was den Wert wirklich betrifft, sieht man hier einen Rückgang. Das heißt, man verkauft zwar mehr, aber günstigere Ware. Und dementsprechend sieht man in Summe eigentlich kaum Bewegung. Was wir aber sehen, dass die Gewinne halt sich positiv entwickelt haben. Spannend wird es, wie gesagt, bei der Verteidigung und Raumfahrtteil, denn hier ist der Order Intake um 15% gewachsen, also ein deutliches Wachstum zu dem, was man in den Vorjahren gesehen hat. Das Orderbuch ist also hier auch in Summe deutlich weiter gewachsen und da sieht man auch eine deutliche Adjustierung des EBITs und da muss man ganz klar sagen, ja, haben wir hier sogar von negativ zu positiv Entwicklung, wenn man das reine EBIT guckt, aber adjustiert, hat man halt hier auch deutliche Unterschiede zu sehen. Wer jetzt auf einer Dividendenbrille drauf schaut, der kann sagen, hat zuletzt zumindest einen positiven Trend mitnehmen können. Also wir haben 2021 zu 2022 zwar eine erhöhte Payout-Ratio, aber auch eine erhöhte Dividende. Und das sieht man noch ein bisschen deutlicher, wenn man auf diesen Graph hier geht. Also 2020, 2021 wurden ausgelassen, 2022 die Dividende dann wieder vollständig gezahlt und damit auch jetzt wieder eine weitere Erhöhung 2023. Und was wir hier halt auch zusätzlich in dieser Grafik sehen können, diese Special-Dividende, die gezahlt wird, weil man halt sagt, man schüttet noch einen Teil mehr aus. Wie gesagt, wir sind jetzt hier von 1,50 zu 1,80 zu 1,80 bei einer Payout-Ratio, die leicht erhöht ist, aber von 28% vollkommen im Rahmen liegt. Und damit sieht man eigentlich einen langfristig positiven Dividendenwachstumstrend, den wir auch vor der Corona-Zeit bei Airbus gesehen hat, der sich gegebenenfalls auch hier weiter positiv entwickeln könnte. Das war es so ein bisschen eigentlich ganz grundsätzlich zu Airbus. Wir haben jetzt heute ein bisschen wirklich primär als halt Airbus angeschaut. Wir werden in der Zukunft halt, das heißt in der Zukunft heute Nachmittag insbesondere auch Boeing nochmal als Vergleich nehmen und werden dann beide Unternehmen insbesondere aus Zahlensicht nochmal in Vergleich setzen. Hier gibt es das Ganze nochmal in kurzer Pro- und Contra-Manier. Könnt ihr nochmal drauf blicken. Wir werden das, wie gesagt, heute Nachmittag aber uns insbesondere nochmal etwas genauer ansehen. Die große Frage ist halt, wird Airbus in Zukunft diese Dominanz weiter behalten oder nicht? Wir haben auf dem Chart gesehen, der Trend, der ist grundsätzlich positiv. Das heißt, der langfristige Trend von Airbus, der zeigt in die richtige Richtung. Und ich setze das Ganze jetzt nochmal in den Vergleich zu Boeing. Auch da wird dieses Spiel ja, relativ gut klar. Also wir sehen auf der langfristigen Historie einen sehr, sehr positiven Trend von Airbus. Einen zuletzt deutlich geringeren Trend von Boeing. Auch wenn wir ein bisschen was an der letzten Zeit wegnehmen, sehen wir, es gab zwar eine positivere Entwicklung. Aktuell kommt aber rein von der Kursentwicklung Boeing nicht hinterher. Das bedeutet zum einen ja eine gute Entwicklung, eine gute Vormachtstellung gerade von Airbus, zum anderen aber natürlich auch Aufholpotenzial von Boeing. Das werden wir so ein bisschen bewerten. Das machen wir heute Nachmittag in unserem Vergleich, in unserer Aktienwerkstatt. Am
Dienstag nächste Woche geht es dann weiter mit Market Roundup und nächste Woche gucken wir uns dann insbesondere BASF nochmal an und hier auch im Hintergrund, ob das Ganze ein deutscher Turnaround-Kandidat sein könnte. Ich verabschiede mich an der Stelle und wir sehen uns dann heute Nachmittag. Tschüss.